Sauberes Wasser, was für uns selbstverständlich ist, ist für rund 2 Milliarden Menschen purer Luxus. In vielen Regionen der Welt ist die Wasserknappheit bereits lebensbedrohlich geworden. Das Geschäft mit dem Wasser boomt. Doch wem gehört das Wasser? In Kenia spricht Korrespondentin Isabella Purkart mit Menschen, die nach den schweren Überschwemmungen jetzt Angst vor dem Ausbruch von Seuchen haben. In Nairobis dicht besiedeltem Slum Mathare ist Trinkwasser teuer, denn Wasserkartelle beherrschen die Versorgung. Wir vertrauen dem Wasser nicht, aber wir können es nicht jedes Mal abkochen, das wäre zu teuer. Auf Island trifft Korrespondent Patrick Hafner auf das Gegenteil. Trinkwasser im Überfluss. Ein US-Unternehmen verkauft Wasser aus einer der größten Quellen profitträchtig als Luxusprodukt. Und das stößt auf Widerstand. Ist es ökologisch, wenn wir Wasser aus Island mitten im Nordatlantik in Plastikflaschen abfüllen und es bis Australien schicken? Ich denke nicht. In Indonesien trifft Korrespondentin Vanessa Böttcher Menschen, die in der paradoxen Situation leben, beinahe zu verdursten, obwohl ihnen das Wasser bis zum Hals steht. Der steigende Meeresspiegel lässt die Hauptstadt Jahr für Jahr weiter versinken. Ja, alles ist überflutet. Nur die Menschen, die reich sind, können ihre Häuser retten. Ich kann mir das nicht leisten. Wir sind für Sie unterwegs, fragen nach, tauschen uns aus, wollen Antworten finden. Eine Spurensuche in 3 Ländern. Ich bin hier in der kenianischen Hauptstadt Nairobi, genauer gesagt in Mathare, einer der ärmsten Gegenden der Stadt. Und das Wasser, das hier verkauft wird, würde ich mich ehrlich gesagt nicht trauen zu trinken. Niemand weiß genau, wie sicher es wirklich ist, denn es kommt aus den Quellen der Wasserkartelle. Der Kampf ums Wasser, er beschäftigt die Menschen hier Tag für Tag. Die riesigen Überschwemmungen der vergangenen Monate haben die Situation noch verschärft. Der Mathare-Fluss war wegen der heftigen Regenfälle über die Ufer getreten. Mehr denn je fehlt es jetzt an sauberem Trinkwasser. Hier lebst du? Ja, hier lebe ich. Sella Omuka, im Viertel bekannt als Mama Shiko, lädt mich zu sich nach Hause ein. Der Wasserhahn. Kannst du ihn aufdrehen? Ja, das geht. Aber es kommt kein Wasser. Genau, es kommt keins. Ist irgendwann Wasser gekommen? Ja, manchmal. Aber das letzte Mal vielleicht vor einem Monat. Normalerweise muss ich es kaufen gehen. Mit Mama Shikos Tochter machen wir uns auf den Weg. Immer mit dabei die gelben Wasserkanister. Wie oft machst du dir Sorgen ums Wasser? Ich mache mir jeden Tag Sorgen deswegen. Manchmal habe ich kein Geld, um Wasser zu kaufen. Ich stehe immer gegen 6 Uhr auf und gehe 2 Stunden, um Wasser zu holen. Ich hole einen Kanister, dann ruhe ich mich etwas aus, dann noch einen Kanister und so weiter. Nach 6 Kanistern bin ich erschöpft. Also fast ein Vollzeitjob. Ja, das ist es. In ganz Mathare gibt es über 100 Wasserverkaufsstellen. Die einen sind offizielle Brunnen, die anderen werden von den Wasserkartellen betrieben. Mir wird gesagt, dass der Brunnen, an dem wir Wasser holen, einem Kartell gehört. Die Kartelle zapfen die Wasserleitungen der Stadt an und verkaufen das Wasser dann weiter. Hier ist eine Schlange. Manchmal wartet man eine halbe Stunde. Wie viel Geld gibst du jede Woche für Wasser aus? Fast 350 kenianische Schilling pro Woche. Ich arbeite 2 Tage, um mir das Wasser für eine Woche leisten zu können. Wir kommen mit der Verkäuferin ins Gespräch. Das Wasser, das wir hier verkaufen, bekommen wir über illegale Kanäle. Wir bräuchten eigentlich einen Wasserzähler, um das Wasser korrekt abzurechnen. Aber den haben wir nicht. Passen Sie Ihren Preis an die Nachfrage an? Ja. Wenn es nur wenig Wasser gibt, verkaufen wir einen Kanister für 10 Schilling. Wenn es genug Wasser gibt, berechnen wir 5 Schilling für einen Kanister.
Die Verkäuferin ist nicht die große Profiteurin. Sie verdient gerade mal 500 Schilling, umgerechnet etwa 3,50 Euro am Tag. Der Rest geht an ihre Chefs, erzählt sie mir. Willst du es versuchen? Ja, lass es mich versuchen. Kann ich es dir auf den Rücken geben? Du schaffst es nicht. Es ist wirklich sehr schwer. Ich kaufe das Wasser lieber bei den Kartellen, weil es dort günstiger ist. Wieso sind sie günstiger? Weil sie nirgends bezahlen. Sie nehmen es einfach. Damit ist für sie das Wasser umsonst. Also stehlen sie es? Ja, sie stehlen es. Jeden Tag trägt Mama Shiko für die vierköpfige Familie etwa 100 Liter Wasser in ihre Wohnung. Zum Vergleich, in Österreich liegt der Durchschnittsverbrauch bei 130 Litern pro Tag und pro Person. Manchmal muss ich entscheiden, wasche ich die Wäsche oder wasche ich meine Kinder. Ich muss mit dem wenigen Wasser, das ich habe, auskommen. Also muss ich entscheiden, was gerade wichtig ist. Fürs Frühstück kocht Mama Shiko Wasser für den Tee. Normalerweise verwenden wir dieses Wasser auch zum Trinken. Wir kochen es nicht ab. Nur manchmal, wenn ein Choleraausbruch droht, kochen wir es ab. Kannst du auf die Qualität des Wassers vertrauen? Nein, das kann ich nicht. Ich kann es aber nicht immer abkochen, weil das wegen der Kosten für das Gas zu teuer wäre. Hast du keine Angst, dass ihr krank werdet? Doch, ich habe Angst. Auch jetzt gibt es immer wieder Choleraausbrüche. Mein kleiner Sohn hat Durchfall. Ich weiß nicht genau, was mit ihm los ist. Besonders jetzt nach den Überflutungen herrscht in Mathare große Angst vor Seuchen, die über das Trinkwasser verbreitet werden. Er sagt, sein Bauch tut ihm immer noch weh. Zugang zu sauberem Wasser. In Mathare ein täglicher Kampf. Ich will wissen, was die Recherchen meiner Kollegen ergeben haben. Also in Nairobi lebt über die Hälfte der Einwohner und Einwohnerinnen in Slums wie Mathare. Und hier hat eigentlich fast niemand Zugang zu Wasser aus der Leitung. Wie schaut es denn bei euch aus? Hallo Isabella. Hier auf Island gibt es einiges an Wasser. Dieser Ressourcenreichtum ist von jeher im Fokus von Investoren gewesen. Dass jetzt aber internationale Investmentfonds die Wasserquellen aufkaufen und solche Lifestyle-Produkte daraus machen, wie ich es gerade hier in der Hand habe, das stößt einigen Isländern bitter auf. Ja, ich bin in der indonesischen Hauptstadt Jakarta und hier haben ca. 40% der Menschen keinen Zugang zu sauberem Wasser. Was an sich schon ein großes Problem ist, aber noch ein größeres mit sich zieht. Das klingt jetzt ein bisschen paradox, aber das fehlende Trinkwasser in der Stadt führt dazu, dass Jakarta zunehmend überflutet wird. In Nairobi ist der Zugang zu Wasser extrem ungleich verteilt. Die reicheren Stadtviertel sind ans Wassernetz angeschlossen. In den Slums hängt man von privaten Lieferanten ab, von denen viele mit den Wasserkartellen gemeinsame Sache machen. Im Mathare Social Justice Center treffe ich Gasheke Gashehe. Auch hier ist man auf die Versorgung aus Wasserkanistern angewiesen. Hier ist, seit wir vor 10 Jahren eingezogen sind, kein Wasser rausgekommen. Manchmal ist es sehr unangenehm, weil Besucher nicht wissen, dass es im Badezimmer kein fließendes Wasser gibt. Wenn sie aus anderen Stadtteilen kommen? Ja, genau, wenn sie das Privileg haben, eine Wasserleitung zu haben. Wir sind in Mathare, einem armen Viertel der Arbeiterklasse. Dort oben ist Mutaiga, wo die reichen Leute leben.
In ihren Pools und in ihrem Golfclub gibt es jederzeit sauberes Wasser, das von der Stadtregierung in Nairobi bereitgestellt wird. Die gesamte Wasserinfrastruktur ist mit öffentlichen Geldern und Steuern aufgebaut worden. Aber wer profitiert jetzt davon? Es sind immer die Reichen. Sie haben immer Wasser. Und die Armen zahlen sogar mehr dafür. Ich will wissen, wie es dazu gekommen ist, dass Kartelle die Wasserversorgung hier übernommen haben. Das ist ein Hauptrohr. Angenommen, ich hätte Geld und Verbindungen zur Regierung. Ich wäre der Boss eines Kartells. Dann könnte ich hierher kommen und jemanden dafür bezahlen, dass er ein Loch ins Rohr bohrt. Das müsste auf jeden Fall in der Nacht passieren. Man muss das lokale Netzwerk kennen und dann muss man deren Chefs und die Wassergesellschaft von Nairobi bestechen. Während mir Gasheke die angezapften Rohre zeigt, fallen mir die vielen LKWs mit der Aufschrift sauberes Wasser auf. Sauberes Wasser, voller Tank, 12.000 Liter. Siehst du den? Ja. Er wird das Wasser an Eastley verkaufen. Hier ist noch einer. Zuerst schaffen sie einen künstlichen Wassermangel, dann verkaufen sie das Wasser aus diesem Lastwagen. Wer tut das? Kartell. Die Kartelle. Sie nehmen LKWs, um Wasser zu verkaufen, besonders dort, wo sie die Rohre zerstören. Wie hier. Sie haben das Rohr durchtrennt, damit die Menschen keinen Zugang mehr zum Wasser haben. Dann füllen sie das Wasser in ihre Tanks und bringen es zu den Menschen. Sie zerstören die Wasserversorgung, erzeugen eine künstliche Knappheit und schaffen sich so eine Geschäftsgrundlage. Für die Ware Wasser zahlen die Menschen in Mathare nicht nur finanziell einen hohen Preis, sondern auch gesundheitlich. In dieser Seitengasse steigt mir ein Gestank in die Nase. Schnell lässt sich die Ursache ausmachen. Die meisten Hütten haben keine Toiletten. Die Wasserrohre liegen in den Gräben neben Fäkalien. Armut zwingt die Menschen, Wasser aus solchen Leitungen zu holen. Man kann sehen, dass hier auch Abwasser ist. Die Menschen brauchen aber das Wasser. Darum werden hier Rohre verlegt. Aber man sieht, dass es verschmutzt wird. Eine flächendeckende Wasserversorgung der Stadt aus öffentlicher Hand könnte Abhilfe schaffen. Die ist jedoch nicht in Sicht. Wasser als Luxusprodukt. In Island spielt eine ganz andere Geschichte. In dieser Abfüllanlage in der Gemeinde Ölfus wird das international bekannte Quellwasser Icelandic Glacial abgefüllt. Als Ware hat das Wasser in Island keinen Markt. Es ist vorhanden im Überfluss. Doch im Rest der Welt bezahlen Kunden dafür einen Preis. Für Isländer ist Kaltwasser gratis. Abgepackt in solchen 1-Liter-Flaschen kostet es 3,50 Euro. Vermarktet wird es als Gletscherwasser mit dem reinsten Geschmack der Welt. Viele Isländer halten nicht viel vom Geschäft mit ihrem Ressourcenreichtum. Schon gar nicht, wenn es sich um internationale Finanzinvestoren handelt. BlackRock, der größte Finanzinvestor der Welt, hält den Hauptanteil am Wasserunternehmen. Exportiert wird in 19 Staaten. Der größte Teil, 85% aller Flaschen und Dosen, gehen in die USA. Die Isländer selbst kommen nicht auf den Gedanken, für Wasser zu bezahlen. Selbst wer in einem Lokal nichts konsumiert, ein Glas Wasser ist immer gratis. Auch an öffentlichen Anlagen sein Auto zu waschen kostet nichts. Das Quellwasser in bester Qualität ist überall frei zugänglich. Dass es jeder kostenlos nutzen kann, ist für die Menschen hier eine Selbstverständlichkeit. Dass der Ressourcenreichtum Islands auf Begehrlichkeiten aus dem Ausland stößt, ist nicht neu. Umweltschützerin Þórdís Þorbjarnardóttir kämpft gegen eine mächtige Lobby aus der Industrie. Ob Geothermie für die Energiegewinnung, Lavagestein für die Bauindustrie oder eben Wasser. Sie fürchtet, dass Island zur Rohstoffkolonie hungriger Industriestaaten wird.
Gibt es Bedarf, Wasser dorthin zu bringen, wo die Qualität nicht ganz so gut ist? Wie bei vielen Produkten lässt sich der Bedarf durch Werbung herstellen. Das Bedürfnis wird geweckt, sodass Konsumenten dieses Produkt haben wollen. Es hat keinen Sinn, Wasser dorthin zu transportieren, wo es bereits Trinkwasser gibt. Ressourcen werden aufgewendet für das Verschiffen und für die Verpackung. Wofür? Nur damit Kunden ein anderes Wasser kaufen können, das ein paar andere Mineralien enthält als ihr eigenes? Das alles, obwohl sie auch ihr lokales Wasser trinken könnten. Der Abfüllerfirma von Icelandic Glacial ist der Schutz der Umwelt ebenfalls ein Anliegen. Das Unternehmen ist zertifiziert als CO2-neutral. Die Zentrale der Firma liegt in Los Angeles. Der dortige Geschäftsführer schreibt mir: Die Minimierung des CO2-Fußabdrucks ist ein sehr wichtiges Ziel unserer Firma. Unsere Kunststoffverpackungen werden zum Beispiel vor Ort mit erneuerbarer Energie hergestellt, was die Einfuhr von Kunststoff für die Flaschen um das Zehnfache reduziert. Die Nutzung der Wasserquelle unterliegt der Genehmigung und Überwachung durch die zuständigen Behörden. Wir verfügen über alle erforderlichen Genehmigungen und werden auf lokaler und nationaler Ebene unterstützt. Die Mehrheit der Bewohner rund um die Ölfußquelle sind nicht überzeugt von dieser Art der Nutzung. Sie wollen den Ausverkauf ihrer Natur stoppen. Dabei geht es ihnen nicht nur um das Verschiffen von Trinkwasser allein, es geht auch um andere Industriezweige. In Ölfuss hat sich eine ausländische Firma für die Zementproduktion angesiedelt. Die Herstellung verbraucht ebenfalls große Mengen an Wasser. Diese Firmen brauchen beides, unsere Energiequellen und unser Wasser. Kannst du dieses Thema bitte für uns näher ausführen? Ja, danke. Ja, das mit dem Wasser ist fragwürdig. Es wird viel Wasser entnommen, aber die Reserven in unserer Region sind begrenzt. Ich kann hier nur betonen, was die Wissenschaftler und die Geologen sagen. Es ist sehr gefährlich, solange man die Gegend nicht ausführlich erforscht hat. Die Trinkwasserquellen der Einwohner könnten also in Gefahr sein. Es gibt auch andere Stimmen in der Bevölkerung. Manche sehen Vorteile. Ich heiße Olafur Hannesen. Ihr kennt mich alle. Ich liebe die Gemeinde Ölfuss. Und ich liebe die Leute, die hier wohnen. Wir sollten bedenken, die natürlichen Ressourcen zu nutzen, kann auch positiv sein. Insbesondere dann, wenn sie der Entwicklung unserer Region dienen. Noch scheinen die Ressourcen der Insel endlos. Siegt am Ende der Fortschritt über den Wert der Natur? Die Natur zu bewahren werde zunehmend schwieriger, sagt Umweltschützer Thomas Göbjörtsson, den ich nach einer Bürgerversammlung noch einmal treffe. Das kleine Island mit seinen 380.000 Einwohnern muss sich gut wappnen. Wasser ist eine unserer wertvollsten Ressourcen. Wir Isländer haben es nur noch nicht begriffen. Es gibt jetzt viel Druck von ausländischen Firmen, die unser Wasser bewerben und exportieren wollen. Das ist eine ganz neue Liga. Unsere Gesetzgebung, die die Besitzverhältnisse von Wasser und von Grund und Boden regelt oder das Recht, es abzufüllen und zu verschiffen, ist nicht effektiv genug. Wir sollten das Wasser für die lokale Bevölkerung sichern und für jene Geschäftstätigkeiten, die wir hier auf Island haben wollen. Want to see in Iceland. Wem das Land gehört, dem gehört auch die Quelle darunter, so das Gesetz. Ein Verkauf des Wassers bedarf lediglich einer Genehmigung. Doch Island exportiert nicht nur, es importiert auch ausländisches Flaschenwasser. Es ist verrückt, dass hier in Island solch ein großes Geschäft mit Wasser in Flaschen gemacht wird. Es gibt Pellegrino aus Italien und viele andere teure Marken. Dabei geht es nur um die Marke. Warum sonst sollte ich viel Geld für Wasser bezahlen, wenn das Wasser aus der Leitung das Bessere ist? Es scheint eine menschliche Angewohnheit zu sein,
Dinge, die wir nicht haben, sind ganz besonders erstrebenswert. Island hat Wasser im Überfluss. Was hier fehlt, ist Sonnenschein. Um Karibik-Feeling im Nordatlantik zu erzeugen, wird daher die kleine Bucht Nøtteldsvik mit kostengünstigem Geothermalwasser auf 18 Grad erwärmt. Ein Luxus, den Island seinen zahlreichen Vulkanen verdankt. Doch wo hat Luxus seine Grenzen? Darf Trinkwasser zum Luxus werden? Weil Wasser immer knapper und damit wertvoller wird, wittern immer mehr profitable Geschäfte. Der Handel mit Wasser ist ein globales Milliardenbusiness geworden. Was aber passiert, wenn das Menschenrecht auf Wasser zunehmend kapitalisiert wird, zeigt sich hier. Ich bin in Jakarta, der Hauptstadt Indonesiens. Hier müssen die Menschen gleichzeitig um und gegen das Wasser kämpfen. Fast zu verdursten, obwohl einem das Wasser bis zum Hals steht. Das klingt paradox, ist aber Alltag für viele Menschen, die in der indonesischen Hauptstadt Jakarta leben. Fast die Hälfte der Menschen hier hat keinen Zugang zu sauberem Wasser. Gleichzeitig leben viele in Stadtteilen wie diesen, die seit Jahren komplett überflutet sind. Wie es dazu kommen konnte, das will ich jetzt herausfinden. Dass ganze Stadtteile der Millionenmetropole Jakarta unter Wasser stehen, ist nicht etwa, wie aktuell in Kenia, die Folge schwerer Unwetter und Regenfälle. Hier sieht es seit Jahren so aus. Ich treffe Herrn Samudi. Sein Haus steht fast knietief unter Wasser. Das ist das Wohnzimmer. Ich habe ein paar Möbel und den Kleiderschrank schon höher gestellt. Am Boden kann nichts mehr stehen. Meine Sachen sind soweit sicher, solange das Wasser nicht noch höher steigt. Ich habe das Haus 1970 gebaut. Damals ist es noch viel höher gestanden. Siehst du den Abstand zur Straße? Es ist über die Jahre immer weiter abgesunken und daher fließt immer mehr Wasser rein. Herr Samudi erzählt mir, dass er übergangsweise bei den Nachbarn untergekommen ist. Er ist 80 Jahre alt und hat eine große Familie. Töchter, Enkelkinder und sogar schon Urenkel. Sie alle sollten hier ein Zuhause haben. Soweit ich mich erinnere, hat es in den 80er Jahren angefangen. Die ersten Jahre, als wir hier waren, war es sicher. Aber nach 1980 ist der Stadtteil hier immer weiter abgesunken und der Meeresspiegel angestiegen. Manche Häuser sind bereits ganz verschwunden. Mittlerweile ist in der Gegend alles überflutet, fast jedes Haus. Nur die, die genug Geld haben, können ihre Häuser höher bauen. Herr Samudi kann sich das nicht leisten. Das ganze Geld, das er verdient, muss er, und das klingt jetzt verrückt, für Wasser ausgeben. Das Trinkwasser bekommen wir von einem Wasserlieferanten. Es ist sehr teuer. Umgerechnet 30 bis 40 Euro bezahlen wir im Monat nur für Wasser. Ich erzähle Herrn Samudi, dass wir in Österreich im Durchschnitt 4000 Liter Wasser pro Person im Monat verbrauchen. Dafür aber nur etwa 6 bis 12 Euro bezahlen. Für ihn kaum vorstellbar. In Jakarta ist fast die Hälfte der Menschen nicht ans öffentliche Wasserleitungsnetz angebunden. Sie müssen aufwendig mit Wasser aus Kanistern versorgt werden. Und das ist teuer. Ich treffe Elisa Sotanujaya. Sie ist Stadtforscherin und beschäftigt sich schon lange mit dem Wasserproblem hier. Warum ist die Wasserversorgung in Jakarta so ein großes Problem? Es gibt mehrere Probleme. Das größte ist wohl die Privatisierung. Seit die Regierung die Wasserversorgung an private Firmen vergeben hat, werden die Leitungen nicht mehr ordentlich gewartet und das Netz nicht mehr ausgebaut. The network is not expanding. Und weil die Unternehmen mit den Menschen in den ärmeren Stadtteilen kaum Geld verdienen, bauen sie dorthin einfach keine Wasserleitungen, erklärt mir Elisa. Diese Menschen müssen das Wasser von mobilen Wasserverkäufern beziehen. Das ist sehr teuer.
Wenn man zum Beispiel meine Ausgaben für das Wasser mit deren Ausgaben vergleicht, bezahle ich nur ein Viertel von dem, was sie für Wasser bezahlen. Ja, zum Beispiel bezahle ich im Monat etwa 12 Euro. 12 Euro? Yes. Then they can pay like 40, dann müssen Sie 48 bis 50 Euro im Monat bezahlen. Aber wie können Sie sich das leisten? Naja, das ist mit ein Grund, warum Sie arm bleiben. Sie können kein Geld ansparen. Ich kann Geld sparen, Sie nicht, weil Sie alles für Ihre täglichen Bedürfnisse ausgeben müssen, etwa für das Wasser oder für die Gesundheitsversorgung. Dieses soziale Ungleichgewicht wird der Millionenmetropole Jakarta immer mehr zum Verhängnis. 40% der Stadtfläche von Jakarta liegt heute bereits unterhalb des Meeresspiegels. Mauern wie diese sollen die Stadt davor bewahren, komplett unterzugehen. Aber Jakarta wird nicht nur durch den ansteigenden Meeresspiegel überflutet. Vielmehr sinkt die Stadt jedes Jahr ein Stückchen ab, weil Menschen, die keinen Zugang zu Wasser haben, Brunnen graben und das Grundwasser anzapfen. Tausende solcher selbstgebauter Brunnen sind in den vergangenen Jahren in Jakartas Armenvierteln entstanden. Über 150 Meter tief wird gegraben, um an sauberes Grundwasser zu kommen. Dieses Wasser ist günstiger als jenes von den Wasserlieferanten. Auch Roshmina, die Tochter von Herrn Samudi, bezieht ihr Wasser aus einem solchen Brunnen. Für Wasser aus dem Brunnen bezahlen wir ca. 15.000 Rupien. Das sind umgerechnet ca. 1 Euro pro Woche. Das ist auch viel, aber günstiger als vom Wasserlieferanten. Bei dem kostet ein Kanister 20.000. Und der reicht nur für 2 Tage. Frau Roshmina hat, wie die meisten hier, einen Schlauch quer durch die Nachbarschaft bis zum nächsten Brunnen gelegt. Wasser fließt aber nur, wenn sie zur Betreiberin des Brunnens geht und vorab bezahlt. Dann wird aufgedreht, erklärt sie mir. Ich begleite sie heute zum Wasserkauf. Es kostet umgerechnet 1 Euro, wenn ich für 1 Stunde das Wasser aufdrehe. Die meisten kaufen 1 Stunde. Das reicht, um ein paar Tage einen Haushalt zu versorgen. Mein Vater hat den Brunnen gebaut. Der Bedarf an Wasser ist groß hier. Darum haben wir entschieden, in einen Brunnen zu investieren. Ich darf einen Blick ins Haus von Diana Uschmann werfen. Sie zeigt mir die Pumpanlage ihres Brunnens. Wo kommt das Wasser her, das ihr hier verkauft? Wir pumpen hier das Grundwasser hoch. Es gibt schon auch ein paar öffentliche Wasserleitungen von der Stadt, aber die funktionieren nicht richtig. Das ist unser Glück. Wir verdienen sehr gut mit dem Verkauf des Wassers. Aber immer öfter ist durch den Anstieg des Meeresspiegels das Wasser auch salzig. Dann können wir es nicht verkaufen. Wer Zugang zu Wasser hat, schafft den Sprung aus der Armut. Diana Uschmann hat sich neben dem Wasserhandel noch ein Wäschereiunternehmen aufgebaut. Aber macht sie sich nicht auch Sorgen, dass ihr Haus irgendwann versinken wird? Ja, ein bisschen Sorgen mache ich mir schon. Aber ich vertraue auf unsere Regierung und die Politiker. Sie werden sicher eine Lösung finden. Inshallah, es wird schon alles gut werden. Rund 20% des öffentlichen Trinkwassers in Jakarta gehen durch Lecks in Leitungen verloren. Reparaturen rechnen sich nicht für die Betreiber. Für Frau Roshmina ist die Situation ausweglos. Ich mache mir große Sorgen, vor allem um meine Kinder. Wir brauchen sauberes Wasser, um zu überleben. Und gleichzeitig bedroht uns das Meerwasser. Ich weiß nicht, wohin das alles noch führen soll. Jakarta ist die am schnellsten sinkende Millionenstadt weltweit. Das können selbst die Schutzdämme, die hier gebaut werden, nicht verhindern. Wie dramatisch es um die Zukunft der Stadt steht, hat die indonesische Regierung mittlerweile deutlich gemacht. Die Millionenmetropole wird umgesiedelt. Auf der Nachbarinsel Borneo entsteht gerade eine neue Hauptstadt. Das Armenviertel, in dem Herr Samudi mit seiner Familie lebt, wird davon aber wohl nicht profitieren.
Wenn ich genug Geld gespart habe, versuche ich, unser Haus höher zu bauen. Ich lebe schon sehr lange hier, fast 40 Jahre, mein halbes Leben. Ich will hier nicht weggehen, nicht nach 40 Jahren und schon gar nicht ohne meine Familie und unsere Nachbarn. Wie hier in Indonesien haben weltweit über 2 Milliarden Menschen keinen Zugang zu sauberem Wasser. In Kenia schlagen lokale Kartelle aus der Wassernot Profit. In Island wird aus dem Allgemeingut eine Ware. Das Geschäft mit dem Wasser ist ein profitables. Und in Zukunft wird die kostbare Ressource Wasser durch den Klimawandel wohl noch wertvoller werden. So good to me.